What were your impressions of him? Nothing really. He was just Juto. He seemed to have grown up since I saw him last, though. True. He will eventually return to us. More importantly, the Northern forces have withdrawn from Highwind Island, haven't they? Oh, that's right. Your main concern was always Highwind Island, wasn't it? I make it a point to keep my promises. You will continue to fight for the Northern forces, won't you? I have such high hopes for your talents. I'm not fighting for the sake of the Northern forces. I chose the Northern forces because I want to end this war as soon as possible. Don't read anything more into it. Yes. Yes, I know. Lady Claire, we caught her! This is the woman who escaped from prison and caused the disturbances. We lost 10 men in the process. My goodness, what is your name? You're not gonna let me walk out of here alive, so what's the point of asking my name? Hurry up and kill me! I was the one who found you lying there half dead after Algar was through with you. I won't kill you. What? Why would you... I had heard rumors of a powerful female warrior on Highwind Island, that's why. That is you, yes? Of course, it is a shame that your island found itself in such straits. But what if I told you that right is on our side? What did you say? Once you know the truth, I think it will all make sense. Huh? Good morning! Did you sleep well? Today is the day a comrade who has been stationed in Belfort is scheduled to return. Let's go to Abazet's gate and greet her. Who is it? Is it a new fellow Counter-Sentinel Uniter? The comrade's name is Rue. Oh, that jerk is finally back! Jerk? Oh, wow! What's she like? She's adorable. What about that jerk is adorable? Sifi ist der Gruppe beigetreten. So, da fällt mir was ein, wo ich gerade Claire gesehen habe. Ich wollte euch ein bisschen was erzählen. Wir haben Nachrichten erhalten, aber das ist mir gerade egal. Ich habe mir die Synchronsprecher von Magna Carta 2 angeguckt, weil mir einige Stimmen unglaublich bekannt vorkamen. Und Tatsache, wir haben mit vielen von diesen Stimmen schon zu tun gehabt. Ich fange einfach mal an. Also Juto ist Johnny Young Bush, keine Ahnung. Jedenfalls hat er in Catherine, das tolle Projekt von Frau Sherry Joghurt, alle hingehen und gucken, wer es noch nicht kennt, den Archie gesprochen. In Eternal Sonata hat er Phil gesprochen und Fogyl, das ist dieser Grauhaarige gewesen, der ganz am Anfang Polka und Frederick in dem Wald umgehauen hat. Dann in The Last Random spricht er auch den Hauptprotagonisten Rush, das ist ja auch eines der Projekte, die von mir noch kommen werden. Und in Time Hollow hat er unseren Ethan gesprochen, hier, also Time Hollow ist ja auch ein altes Projekt von mir. Und Sefi ist Michelle Waff. Die hat in Catherine die Kay Catherine gesprochen und auch in Time Hollow hat sie die Schwester von Ethans besten Freund, diesem Blonden da gesprochen. Ashley heißt sie auf jeden Fall. Quose ist Yuri Lowenthal. Der hat in dem englischen Anime, also in der englischen Synchronisation von Naruto, hat er den Sasuke Uchiha gesprochen. Dann in Bayonetta den Luca. In Catherine Tobi und Asteros und in Time Hollow den Vater von Ethan. Also die Leute, ne, die sprechen irgendwie immer zusammen. Argo ist Jameson Price.
Der hat in Eternal Sonata Legato gesprochen, hat in Nier, auch ein Projekt, was noch kommen wird, von mir, Nier selber gesprochen. Daher kenne ich die Stimme auch, ne? Caswyn, da hat er den Erzähler gesprochen. Und dann haben wir noch Celestine. Das ist Stephanie, jetzt kann ich meinen eigenen Buchstabensalat nicht lesen, Shea oder so, hat Hinata in der englischen Synchronisation von Naruto gesprochen und in Bayonetta war sie Soesa und in Eternal Sonata war sie Prinzessin Serenade. Dann die Rue, die jetzt gleich kommt, oder Rue, ist die englische Synchronstimme von Sakura Haruno, also ne, der rosahaarigen da, und in Final Fantasy 13 hat sie die Cocoon-Bewohner gesprochen. Dann zu Alex habe ich jetzt, also der hat auch saufmäßig viel gemacht, aber nichts, womit ich irgendwie in Verbindung stehe. Dann Wood, der andere Kommandant, das ist Travis Williams, der hat in Catherine and Johnny gesprochen und spricht bei League of Legends Talon, auch in der englischen Fassung dann natürlich. Schwenzeit, ist Steven Bloom, der hat in Final Fantasy 13 2 den Gebieter der Zeit gesprochen. Claire ist Laura Bailey, ich glaube, die kennt jeder als Sarah aus Final Fantasy 13 und 13 2, hat in Catherine, also die Sea Catherine, gesprochen und spricht in Nier Kaine. Dann Huaren, das ist ja dieses komische, hässliche Monster da, gegen das wir da in dem Kotamare-Wald gekämpft haben, der sich dann wieder selber geheilt hat, ne? Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Das ist auf jeden Fall Lime O'Brien. Der hat in Bayonetta den Vater Balder gesprochen. Der hat in Catherine Orlando gesprochen. In Darksider spricht er Krieg, also in Englisch ein War, ne? In Eternal Sonata war er Count Waltz, wobei ich finde, dass man ihn da fast gar nicht rausgehört hat. In 13.2 ist es Chaos und in Nier ist es Grimnor White. Also dieses weiße, schwebende Buch. Ja. Und Melissa ist Wendy Lee und die spricht in League of Legends die Leona. Das ist mir gerade, ne? Also ich habe mir das hier alles so schön aufgeschrieben, ne? Ja. Und das war's dann denn auch. Wir haben Nachrichten gekriegt. Celestine, es tut mir leid, wenn ich dir Sorgen bereitet habe, Celestine. Als wir Blaumond-Trever gegen die Schwarzhorn-Trever kämpften, waren die Verwüstungen in unserer Heimat schlimm. Die Dörfler wollten die Schwarzhörner vernichten, aber ich ließ es nicht zu. Ich versuchte, eine möglichst friedliche Lösung zu finden, aber sie verbündeten sich mit Schwenzeit und zerstörten mein Dorf. Die Überlebenden gaben mir die Schuld. Vielleicht hätte ich ihren Wünschen nachgeben sollen. Hätten wir die Schwarzhorn-Trever vernichtet, würde unsere Heimat vielleicht noch existieren. Aber nur weil eine Kraft sich einem widersetzt, macht das... macht sie das nicht notwendigerweise schlecht. Ist es in Ordnung, einstimmig zu entscheiden, dass etwas ausgelöscht werden soll? Unsere Fehde ist noch offen. Aber auf jeden Fall ist dir mein Dank sicher. Oh, wie süß. Neue Warenauflage. Guten Abend allerseits. Dies ist eine Nachricht von der Händlerin. Wir haben neue Waffen und Items, die sogar noch größer und besser sind als je zuvor. Und jetzt haben wir auch Statusverbesserungs-Items. Okay, dann wollen wir mal, wollen wir jetzt erst Rü holen oder wollen wir uns erst die Klamotten holen? Ich habe immer noch nicht die Mail von dem Alten gekriegt, das regt mich ein bisschen auf. Aber da haben wir jetzt gerade erstmal eine Mission, die wollen wir uns dann auch erstmal holen. Und dann holen wir uns Rü und dann werden wir einfach mal alles, ne, neu ausstatten. Wobei es mich ärgern würde, wenn wir jetzt für Corsair schon wieder neue Waffen kriegen. Die Mission? Oder du? Ah, du hast die Mission. Ah, ich habe nach euch gesucht. Ich habe gehört, dass jemand den ganzen Weg von den Sturminseln hierher geflohen ist. Ihr wart doch auf dieser Insel. Ich war, vielleicht kennt ihr ihn. Warum trefft ihr euch nicht mal mit ihm? Suche den Flüchtling von den Sturminseln auf. Er befindet sich im Neko-Neko-Dorf in der Nähe von Abaset-Hafen. Okay, gucken wir gleich mal. Gut, wir wollen dann jetzt als erstes nach Rü mit ihr dann wieder rein. Shoppen und dann gehen wir in den Hafen. Ich denke mal, dass es mit Rü viel zu quatschen gibt. Oh, die ist aber klein. Rü, welcome back. It is good to be back, Princess Rosafilda. It's such a relief to have you back safe and sound.
By the way, it has come to my attention that you have gone into battle multiple times while I've been away. Back 2 seconds and already tearing into us. Crocelle and Argo, what in the world have you two been doing? How could you allow Princess Rosafilda to act so recklessly? I assume that you're prepared to be taken to task for it. But we didn't want to go against her wishes, so we... Then you should have talked her out of it. Honestly, I am so disappointed in the two of you. Rue, going into battle was what I wanted, so don't take it out on Argo and Crocelle. Each of them put their lives on the line in order to protect me out there. And perhaps you might try to act more like the princess you are, Princess Rosafilda? If anything should happen to you, I could never face the late queen. I can't have you recklessly going into battle while I'm away, princess. Fine, fine, I understand. Now that you're finally back from Belfort, I can relax a little bit. Honestly, you always act up whenever I'm not around. Aw, come on! Quit treating her like some misbehaving child! You're kinda scary, but you're really cool! You're smaller than me, but you're so imposing! It's awesome! Excuse me, but who are these people? Ah, pardon me for not introducing them. This is Celestine, a new member of our unit. She's one of the Mare people. Celestine, this is Rue. She's an original member of the Counter Sentinel unit. She also acts as my personal bodyguard. Her combat abilities are amazing. She's been on a mission in Belfort and has finally come back. Nice to meet you, Rue. It's an honor to meet you, Celestine. Ich habe so das Gefühl, ne, dass sie quasi genau das Gegenteil von Celestine ist. Sie wirkt eher kindlich von Äußeren her, aber ist sowas von, ich sag mal, spießig. Ne, das ist ja krass. And this is Juto. The battles we had on Highwind Island provided the impetus for him to join the Southern Forces. What is it? I'm sorry, have we met before somewhere? Huh? I lost my memory. Do you remember seeing me before somewhere? No. I must be mistaken. In any event, it is an honor to meet you, Juto. Sure. Princess Rosafilda, the first order of business is to go to General Headquarters. I have much to report. Good idea. Gut, ich will sie jetzt ehrlich gesagt erst einmal im Battle sehen. Oh, sie ist Level 32. Dann kümmern wir uns mal um die Formation. Und schmeißen ihn mal raus. Und ich möchte dann... Oh Gott, ist sie klein. Sie sieht echt aus wie ein Kind. Gut, dann laufen wir mal ganz kurz. Eigentlich können wir sie uns allgemein mal angucken. Wir gucken sie am besten im Skillbaum an. Also, sie kann mit Schwert oder mit Schuriken kämpfen. Fernkampf-Blitzzauber. Nahkampfstil mit Dolchen. Schaltet anvisierten Feind aus. Das klingt geil. Blitzschleuder. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, auf was ich sie spielen soll. Ich gucke mir beides einfach mal an. Würde ich sagen, Ausrüstung. Ich habe für sie leider das zweite nicht. Aber wir werden sie jetzt einfach mal live in Action erleben. Also wir spielen sie einmal live in Action. Hey, call me if you're ever in danger. Ja.
Sehr gut. Sie ist auf jeden Fall anscheinend Blitzmagierin. Are you prepared? Boah, ist das geil. Your attack is monotonous. Sie kann tatsächlich so einen Gegner schnell ausschalten. Und so sieht also Blitzkan aus. Interessant. Aber sie läuft sehr komisch. Leave it to me. I can still take it. This is my power. Gut, dann haben wir es. Shane Wade. Sag nicht, er ist vergiftet. Sie ist vergiftet. Dann wollen wir mal ganz kurz ein Gegengift geben. Gegengift? Da bist du. So. Alright, let's go. I'm so far from being done. Sehr schön. It's my turn now. I'll fix you up right away. You do need my help. Sehr schön. Auf jeden Fall auch sehr interessant vom Kämpfen her. Ja, wir sind doch. Irgendwo hier im Hafen ist ja auch das Neko-Neko-Dorf und da muss er ja rumstehen. Und wir haben immer noch keine Nachricht wegen der Tinktur gekriegt. Das ist ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. So. Hafen. Neko-Neko-Dorf. Okay, Bilder. Kennst du diesen Menschen? Er ist den ganzen Weg von der Sturminsel hierher geschwommen. Seine Kräfte sind völlig aufgebaut, also hoffen wir, dass er sich bei uns erholen kann. Juto, bist du das? Du bist noch am Leben. Welch ein Glück du hattest, inmitten des ganzen Chaos zu überleben. Hey, du bist der Südarmee beigetreten? Also bist du jetzt ein Kämpfer? Welch eine Überraschung. An jedem Tag, in dem ganzen Durcheinander, bin ich mit ein paar Inselwachen in den Wald geflohen. Wir haben Ewigkeiten auf eine Möglichkeit gewartet, das Dorf zurückerobern. Aber allein hatten wir keine Chance. Daher kamen wir nach Abazid, um Hilfe zu bitten. Nun, die ganze Schwimmerei hat mich müde gemacht. Ich muss mich ein wenig ausruhen. Los, los, wir müssen diese Menschen gut versorgen. Miau. Sein Körper ist von der langen Zeit im Wasser sehr erschöpft. Miau. Leider haben wir keine Fantasiewurzel. Damit können wir ihn sehr gut behandeln. Die Neko Jack horten alle Fantasiewurzeln für sich selbst. In der Nähe des Versammlungsplatzes der Neko Jack muss die Fantasiewurzel geben. Okay. Werdet ihr denn das suchen? Es handelt sich um eine ziemlich unappetitlich aussehende Wurzel. Wenn ihr welche findet, würden wir gerne diese Menschen gleich damit behandeln. Okay. Das heißt, wir dürfen wieder alle von denen verwemsen. Damit wir uns in Ruhe fluchen lassen. Und Shadwake. Ja.
Ja, du warst sehr sinnvoll. Gut. My sword will work on this guy. Give it to me. This is just a scratch. Ich muss mal ganz kurz KI-Einstellung. Anführerziel angreifen. Ja. This is my power. Gut, dann heilen wir mal. Ach, das nervt. I'm gonna be strong. Lee, you can count on me. So. This is enough. Hey, if you're tired, I can take it from here. Und dann heilen wir mal Juto. He must be hurt. I can't stand this. I'll fix that one well. Also Celestina kann besser heilen als du selber. Und da haben wir Level 32. Gut, haben wir jetzt alle von denen platt gemacht? Sagen wir mal alle wichtigen. So, und da ist diese Wurzel. Oh, wir mussten die gar nicht pflücken in einem Minigame. Das wundert mich jetzt. Oh, wenn ich jetzt wüsste, auf was ich sie skillen soll, ne? Ich meine, ich habe jetzt schon ziemlich viele Fernmagier. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich mich bei Celestine verskillt habe. Also das mit dem Heilen und Nahkampf ist irgendwie geil. Let's go. This is my fate. Ach, wo ist sie denn bitte?